Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Ja, das ist natürlich unheimlich bitter, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, dass wir eigentlich gefühlte 40 Sekunden vorm Schlusspfiff waren und natürlich angefangen haben, dann ich glaube auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen schludrig waren. Ich meine, wenn man 1-0 führt, will man das über die Zeit bringen, das haben wir heute nicht geschafft und trotz alledem ist es vom Spielerlauf natürlich auch kein Leckerbissen gewesen, muss man auch sagen, obwohl der Platz und auch die Verhältnisse heute natürlich sehr, sehr schwierig waren. Wir haben schlecht gespielt nach dem 1-0, wir haben gewartet, 11 gegen 10, wir haben unsere Chance nicht genutzt und wir haben ein oder zwei Bälle gelassen und sie haben das genutzt. Wir wussten das, dass Aue wartet für eine Situation. Sie haben das gemacht, also das ist unsere Schuld, die 11 Spieler, nicht ein oder andere. Ich bin ganz gut enttäuscht heute, weil so ein Spiel da darf man nicht mehr verlieren, dass wir das Tor nach der 90. selber reinhauen. Wir hatten die Chance gehabt zum 2-0 noch, haben darum gebettelt, dass wir vorne den Torwart nicht mehr anlaufen, haben dann ganz unnötige Foulspiele gemacht, das darf nicht passieren. Das ist ganz bitter für uns, aber jetzt gehen wir 2 Wochen dafür Stärke vor und dann geht's weiter. Es ist trotzdem allerdings trotzdem ein Punktverlust, weil für uns zählt der Derby-Sieg, das haben wir ganz klar ausgemacht vorher. Wir haben das nach außen publiziert und ich glaube auch die Zuschauer haben ihren Teil dazu beigetragen mit dieser absolut Wahnsinns-Choreografie. Und deswegen ist es für mich so oder so heute ein Punktverlust. Auch wenn es unverdient gewesen wäre, jeder Derby-Nicht-Sieg, sagen wir es mal so, ist für mich eine Niederlage. Für mich persönlich gilt das so. Also ja. Das ist überhaupt nicht, wir müssen, die Punkte nehmen wir gerne, aber es ist für mich persönlich, ich will jedes Derby gewinnen. Ja, wir haben, der Mika, ich denke, in der einen Aktion wäre er besser beraten gewesen, aufzulegen. Darüber hinaus denke ich, dass wir aber allgemein vom Spiel nach vorne uns sehr schwer getan haben gegen diese doch tiefstehende, massiv gestaffelte Abwehr vom Gegner. Und das Tor ist ja letztendlich auch aus einer schönen Aktion, aber war ja quasi ein Sonntagsschuss gewesen, gefallen. Also wir haben schon Schwierigkeiten gehabt, dann, wo die mit 10 Mann gespielt haben. Ich glaube, wir haben sie noch mehr Fokus auf die Defensive gelegt, was uns dann nicht unbedingt entgegenkam. Ja, man muss das interpretieren, was ist ein Kampfspiel? Weil wir haben natürlich das Derby angenommen, wie es kam. Wir wussten genau, auf was wir uns heute einlassen und wir waren dahingehend natürlich 100% motiviert. Ich glaube, man brauchte diese Woche nicht irgendjemandem erzählen, um was es heute geht. Und wir haben, glaube ich, auch für Derby-Verhältnisse auch ein richtiges Tor gemacht. Also ich habe eine Schuld, also normalerweise nimmt er den Linken ja nur zum Annehmen. Deshalb weiß ich gar nicht, wo er das Ding hergeholt hat. Ich dachte zuerst, er wäre Schuppi auf der Seite, wo er abgezogen hat, aber es war er nicht. Aber es ist ein schönes Tor gewesen, passte zu diesem Derby. Und eine Sekunde nicht aufgepasst, das wird in der 90. Minute bestraft. Und ja, vielleicht war das ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, einfach noch konzentrierter zu arbeiten, auch die letzten paar Minuten. Ja, der spielt seinen Kram, der spielt es gut, der ist im Zweikampf absolut zuverlässig und unternimmt Anstrengungen nach vorne, Akzente zu setzen. Wenn da Kommentare irgendwann auf der Strecke kommen, das ist, was soll ich dazu sagen, der war einer der besten Drittligaspieler, wo er in der dritten Liga war, danach war er Kreuzbandriss ausgefallen, ein halbes Jahr, kam wieder und war wieder direkt Stammspieler in der zweiten Liga. Ich meine, den muss man schon fair und ordentlich bewerten, aber ich denke, er hat heute auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, ganz ausgerutscht, also das war schon so geplant gewesen. Das ist natürlich auf dem Bodenflieger nicht, aber der Gegenspieler, der lag, glaube ich, auch dann. Und ja, das hat im Training ganz gut funktioniert, deswegen habe ich mal gedacht, müssen wir mal damit mit dem Fuß mal abziehen. Der Ball noch abgefälscht? Der Ball nicht abgefälscht, der war super perfekt geschossen. Wir konnten heute nur aus dem Fernschuss ein Tor machen, oder? Zumindest bis zur 70. hatte man das Gefühl gehabt, ihr seid schwer durchgekommen, aber hat es ziemlich clever gemacht. Aber hat es gut gemacht, genau. War sehr, sehr schwer heute. Und ja, die haben heute gebissen, die haben, glaube ich, 10 gelbe Karten gehabt, gefühlte. Und ja, aber wir haben den Fehler gemacht, dass wir nach dem Führungstreffer dann nicht mehr nachgelegt haben und dass wir die einfach jeden Ball vorne reinschippen lassen können und dann ist egal eigentlich, ob der Gegner zu 11, zu 4, zu 5 oder zu 8, da kann jede Mannschaft ein Tor schießen. Das ist immer kompliziert, gegen so eine 2x4-Rakete plus 1 zu spielen. Das war
Sie lassen keine Raum. Das ist immer kompliziert zu spielen. Sie haben nicht so viel Geduld gehabt. Also war ein bisschen besser in der Anfang der zweiten Halbzeit. Aber mussten wir mehr bei die Seite kommen und Spielverlagerung mehr machen. Das haben wir nicht so gut gemacht. Und das war auch schlimm, schwach zu spielen an diesem Platz. Also das war nicht so einfach, aber das, ja, wie gesagt, wir haben das gehabt, in uns zu rein gehabt und das haben wir gelassen. Und das ist heute sehr traurig.